Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Wie bereits im vorherigen Video angekündigt, geht es mit der Get Digital Lootbox für Mai 2020 weiter. Vorhin hatten wir schon die Loot Chest mit Mai 2020 und jetzt die Get Digital Box. Hier das Messer, weil alles noch verschweißt, verklebt, wie auch immer. Und wir öffnen die Box mal. Schauen, was uns im Mai 2020 in der Get Digital Box erwartet hat. So. Und wir haschen einen ganz kurzen Blick hinein. Tada! Oh, das sieht spannend aus. Das sieht spannend aus. Was haben wir hier? Ein T-Shirt. Und, oh nein, wie geil. Ach Leute, 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 was ein... Was für ein geiles T-Shirt ist das denn bitte? Wie geil. Der Mando mit Baby Yoda, muss man in Anführungszeichen setzen, mit The Child. Und hier Rocket mit Groot, mit Baby Groot. Mega geiles T-Shirt. Das gefällt mir. Werde ich gleich morgen anziehen. Echt geil. Coole Sache. Oh, was haben wir noch? Batman geht immer. Und zwar aus dem Batman and Robin Movie. Das Batmobil. Ah, das ist aus dem Arnold Schwarzenegger hier Film mit Mr. Freeze. Da sieht man das. Das Mobil von Mr. Freeze aus dem Film ist das ja sehr, sehr cool. Aber ich sagen muss, das Ikonische aus dem 1989er Film gefällt mir immer noch am allerbesten. Habe ich mir übrigens aus Lego gekauft. Ich weiß noch nicht, wann ich da endlich mal das Aufbauvideo zu mache. Aber das ist mega geil. Da freue ich mich schon riesig drauf. Habe ich mir damals zum Release gekauft und bis heute noch nicht aufgebaut. Die Packung, ich sehe sie von hier aus. Es ist, ich bräuchte mehr Zeit irgendwie. Also. Ich komme zu gar nichts, das ist schlimm. Also, ein Batmobil. Dann, Fallout Vinyl Figures. Und zwar die Minis, die Funko Minis. Da habe ich ja auch welche schon aus dieser Serie. Und dann gucken wir doch mal, wer da diesmal drin ist. Das war ja nichts. Ich habe mal gar keinen Anfangspunkt, weil es ganz schön umgeschweißt ist. Ah, hier. Hier ist ein Anfang. Mal das Messer und pieksen da mal leicht rein. So, schon hat's verloren. Und dann ab mit dem Plastik. Dann öffnen wir die Pappverpackung. Komm schon. Ach komm, jetzt dein Ernst. Ich hasse diese Verpackungen. Ach, ist das nicht. Zu glauben, oder? Ganz schön hartnäckig. Normalerweise kann man das immer so schön aufhebeln, aber ich sehe schon, ich muss es kaputt reißen. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Naja. Nicht schön, aber selten. Hauptsache ist offen. So, mal gucken, wen wir drinnen haben. Diesmal steht auch gar nicht die Verteilung drin. Wundert mich ein bisschen. Mal gucken. Den kann ich vielleicht ertasten wieder. Ja, das ist auf jeden Fall eine Waffe. Das ist der Kopf. Es könnte entweder er hier sein. Ja, dafür ist jetzt, ich würde sagen, er hier. Und ich glaube, den habe ich sogar schon. Ach nee, nicht zu glauben, das ist genau der, den ich schon habe. Oh, wie ätzend ist das denn? Ja, tatsächlich. Ist genau der, da oben im Regal steht, der. Klasse. Ich glaube, ich habe drei Stück von denen. Ihn hier und den dritten sehe ich jetzt nicht. Aber es ist genau der, den ich schon habe. Wie geil ist das denn? Also geil in Anführungszeichen. Ja, naja. Egal, machen wir weiter. Was haben wir denn hier? Nein, wie geil ist das denn? Eine Wanduhr, und zwar eine Asteroids-Wanduhr. Das ist dann hier der Stundenzeiger ist dann hier der Schuss quasi, wie er die Asteroiden zerstört. Durchmesser 24 cm, lautloses Uhrwerk, sehr schön. Wanduhr. Feuerfrei, mit dieser Wanduhr kannst du zurück in das goldene Zeitalter der Arcade-Automaten reisen und dich mit UFOs und wild gewordenen Asteroiden anlegen. Durch das lautlose Uhrwerk eignet sich du auch perfekt fürs Schlafzimmer oder das Büro. Für den Betrieb wird eine AA-Batterie nicht enthalten benötigt. Ja, würde ich sagen, wir schauen doch mal rein. Das ist ja nicht verklebt und so, von daher
Ich muss aber nochmal hier Folie eingeschlagen. Irgendwie ausgepackt drin. Okay. Ah, hier. Ah, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ach, wenn man genau hinguckt, erkennt man es. Nein, das ist der Minutenzeiger. Der Stundenzeiger ist das UFO hier. Das ist der Stundenzeiger. Ist ja witzig. Aha. Aber es ist im Endeffekt auch nur eine Holzplatte hier mit einem Aufkleber drauf, sag ich mal. Und hinten dann halt ein Uhrwerk. Oh mein Gott, meine Uhr ist ja halt auch nichts anderes. Ja. Ich muss überlegen, ich habe schon ewig keine Wanduhr mehr irgendwo hingehängt. So viele Uhren an Elektrogeräten, am Computer, am Handy etc. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal auf eine Wanduhr hätte, wenn ich eine hängen hätte. Und wenn, habe ich ja auch noch mal eine Star Wars Wanduhr, die in einer Star Wars Special Box drin war. Von Loot Chess oder von Loot Crate oder so. Die wollte ich eigentlich mal aufhängen. Mal gucken. Aber vielleicht werde ich auch die von Asteroids aufhängen. Wer weiß. Da ist es auf jeden Fall. So, weiter geht's. Dann haben wir hier ein Dinosaur 3D Paper Puzzle. Ah, ich kenne es immer mit so aus Metall, aber das ist aus Pappe anscheinend hier. Dinosaurier 3D-Papierpuzzle, Tyrannosaurus. Kein Werkzeug oder Klebstoff nötig. Sie können einfach die Stücke herausdrücken und nach dem mitgelieferten Diagramm zusammenstecken. Ist ja cool. Okay. Dann haben wir hier das Lookbook. Und hier noch in einer Papiertüte noch sowas wie Sticker und so wahrscheinlich drin. Mal gucken, was wir da haben. Oh, Bonbons. Anta, was auch immer Anta ist, dann haben wir hier ein Power-Button als Anstecker. Ein Power-Button-Button quasi. Oh wei, die zwei Fragezeichen und die Ausgangssperre. Sehr gut. Was haben wir hier? Welcome Time Travelers. You are cordially invited to a reception for time travelers hosted by Professor Stephen Hawking to be held at the University of Cambridge, Gonville and Caius College, Trinity Street, Cambridge. Location 52 Grad nördlicher Dings und östlich. Time 12 Uhr. 28.06.2009. No RSVP required. Responsez s'il vous plaît. Also um Antwort zu bitten. Okay, das ist cool. Was haben wir hier noch? Das Periodensystem der Elemente. Ah, Element of Surprise. Ist ja witzig. Chromium, wie hieß Iron, Kobalt. Das sind ja auch ein paar. Hydrogen, Helium, Boron, Carbon. Eine Postkarte, das ist auch witzig, das ist als Postkarte gemacht. Das mit dem A, Element of Surprise, finde ich cool. Ah, das Element der Überraschung. Okay, dann das Lookbook. Asteroids Uhr, 2495, die ist Get Digital exklusiv. Asteroids ist eines der berühmtesten Spiele der Geschichte. Mit einem kleinen Dreieck muss man Kometen und UFOs ausweichen und diese zerschießen. Das ist schon alles. Und trotzdem macht das Spiel auch heute noch Spaß und ist zu Recht eine echte Legende. Diese Uhr gehört deshalb an die Wand von jedem Gamer, Retro-Fan und echten Nerd. Das Uhrwerk ist übrigens besonders leise, um dich nicht beim Denken, Zocken oder Schlafen zu stören. Dann 1 von 5 Batmobil mit Panorama. Da der dunkle Rächer Batman keine echten Superkräfte besitzt, wurden ihm von seinen Erfindern Bob Kane und Bill Finger schon kurz nach seinem ersten Auftritt in Detective Comics Nummer 27 1939 seine ersten Spezialgefährte zur Verfügung gestellt. Hier hast du nun eines der 5 berühmtesten Batmobile der Geschichte. Ein Batmobil aus Tim Burtons Film Batman von 1989, oh, das hätte ich gern gehabt. Zu der ersten Animationsserie 1992, sehr geil. Aus der legendären 60er-Jahre-Serie mit Adam West, auch cool. Aus Batman Forever mit Val Kilmer, Tommy Lee Jones und Jim Carrey, cool. Oder aus dem großen Erfolg Batman Begins mit Christian Bale, allen ein passendes Diorama. Kinder, das ist aber nicht aus Batman Forever, das ist aus Batman und Robin. Eieieiei, schlecht recherchiert.
Aber abgebildet ist hier, glaube ich, das aus Batman Forever. Das ist das aus der 60er-Jahre-Serie. Das ist aus der Animationsserie. Das müsste das dann, das ist das aus dem Tim Burton-Movie, das ist der Tumblr hier aus Dings. Dann muss das hier, und das sieht auch wirklich anders aus. Das ist wirklich hier abgebildet, ist das aus Batman Forever. 1995 Marktpreis, 24,95 war es bei der Asteroids-Uhr. Dann haben wir Fallout Mystery Mini. Vortech präsentiert dir hiermit eine einzigartige Sammlung von Ödland-Figuren. Eine von 12 verschiedenen Figuren erwartet dich in diesem Blind Bag. Ob ein Supermutant, ein Raider, eine Power-Rüstung, ein Ghoul oder ein Vault-Bewohner, deine Figur ist auf jeden Fall special. Haha, nur 8,95. Dann Baby Yoda vs. Baby Groot. Baby Groot war lange Zeit der absolute Niedlichkeits-Champion im gesamten Sci-Fi-Universum. Es gab zwar immer schon Kontrahenten wie die Ewoks, die Adipose oder Experiment 626, Experiment 626, Stitch, cool, aber keiner davon konnte Groot das Wasser reichen. Bis The Mandalorian herauskam und ein Baby aus der Rasse von Meister Yoda ins Spiel brachte. Jetzt ist der Kampf um den Niedlichkeitsthron eröffnet und Baby Groot hat einen ernsthaften Gegner. Oh ja. Auch Get Digital Exclusive. 18,95. Dann der Geek Button Power. Jetzt kannst du an alle möglichen Dinge deinen eigenen Power Button anbringen. Mach dich bereit, Äpfel, Bücher, Jacken und Taschen mit neuen Eigenschaften zu versehen. Ich sag ja, ein Power Button Button. 1,45. Dann Kickerland Dinosaurier Puzzle. Einer von 4 verschiedenen Dinosauriern von Kickerland zum Puzzeln. Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus, Triceratops oder Allosaurus. Viel Spaß beim Zusammenbauen. Ich hab einen T-Rex. Sehr geil. Dann die Einladungskarte von Stephen Hawking. Stephen Hawking war bis zu seinem Tod eine echte Größe in der Erforschung der Raumzeit. Am 28.06.2009 hatte er ein ganz besonderes Experiment gestartet. Er veranstaltete eine pompöse Feier, aber erzählte niemandem davon. Die Einladung hat er erst nach der Veranstaltung verteilt. Seine Hoffnung war es, dass die Einladungen die Zeit so lange überdauern, bis Zeitreisen erfunden sein würden und dann ein Zeitreisender bei der Feier auftaucht. Leider hat das nach unserem aktuellen Wissen nicht funktioniert. Damit ist es fraglich, ob Zeitreisen jemals möglich sein werden. Aber vielleicht sind auch die Einladungen nie bei den Zeitreisenden angekommen. Um Professor Hawking zu unterstützen, haben wir eine seiner Einladungen an dich verteilt. Vielleicht ändert sich eines Tages durch deine Einladung ja die aktuelle Zeitlinie und das Experiment glückt doch noch. Die Periodensystem-Postkarte. Das Periodensystem der Elemente ist für jeden Nerd eine Pflichtlektüre. Jetzt hast du es vollständig auf einer platzsparenden Postkarte immer bereit. Wenn nötig, dient es auch als Postgruß an einen anderen Nerd deiner Wahl. Achso, die Dings war gratis natürlich, oder ja, kein Preis dran. 95 Cent die Postkarte. Und dann Antaflu Classic, Menthol und Lakritz Niederlande. Antaflu Bonbons stammen aus Holland. Der Geschmack von Menthol und Lakritze ist speziell, aber sehr lecker. Oh, ich weiß ja nicht. Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Süßholzwurzelextrakt, Salmiaksalz, Karamellzuckersirup, natürlicher Geschmack. Okay. Auch kostenlos. Aufkleber, die 2 Fragezeichen. Werden Justus und Peter den Fall ohne Bob lösen können, der nur aus dem Homeoffice mit Recherchen helfen kann? Ein Aufkleber für den humorvollen Umgang mit der Corona-Krise. Finde ich echt cool. DC-Armbanduhr. Superman oder Retro-Superman? Das war das Lootbox-Upgrade. Ja genau, das habe ich diesmal nicht gemacht, weil so der große Superman-Fan bin ich nicht. Ja? Batman, ja, hätte ich sofort mitgemacht, aber ja. Da weiß ich, muss sagen, ist auch eine gute Entscheidung. Ich habe meine Apple Watch hier und ja, würde ich eh nicht anziehen, die Armbanduhr. Von daher war es gut, das nicht gemacht zu haben. Der Man of Steel ist wohl der bekannteste Superheld aller Zeiten. Superman ist schon seit 1938 unterwegs und ist bis heute ein maßgeblicher Teil des Erfolgs von DC Comics. Manche mögen Superman vorwerfen, er wäre zu langweilig, oder zu unglaubwürdig oder zu amerikanisch. Aber wer sich mit Superman näher auseinandersetzt, wird schnell einsehen, dass das eine sehr oberflächliche Kritik ist. Ja, und hinter der stählernen Oberfläche sehr viel mehr zu finden ist. Trotzdem mag ich Batman lieber. Diese schicken Uhren mit Quarzlaufwerk von Eagle Moss können ohne Frage mit Stolz getragen werden. Das Comic-Motiv wurde übrigens von John Byrne gezeichnet, während das Logo natürlich zu dem großartigen Man of Steel-Film gehört. Upgrade in der nächsten Box, das war dann Predator. Habe ich schon mal, kleiner Spoiler, übrigens auch ausgelassen, weil Predator ist auch nicht so meins. Da habe ich tatsächlich mal 2 Upgrades hintereinander ausgelassen. Aber ich glaube, die nächsten beiden habe ich dann wieder gemacht. Nerdpedia! Aha. Asteroids, haben sie ein bisschen Infos über Asteroids, ein paar Infos über Stephen Hawking. Und der beste Shop für echte Nerds, Get Digital. Neu bei Get Digital. Und Gadgets und Shirts für Geeks und Nerds. Wie hat die Lootbox gefallen? Mai 2020. Die Loot-Bewertung. Ja, ein bisschen spät, brauche ich jetzt glaube ich auch nicht mehr zu bewerten. Aber naja. Okay, jetzt, was hat mir am besten gefallen? Also wie immer für euch natürlich.
Schreibt mir in die Kommentare, welches Item hat euch am besten gefallen? Wie hat euch die Get Digital Lootbox Mai 2020 insgesamt gefallen? Und das hier das schlechteste von den Batmobil, selbst aus Batman Forever wäre es das schlechteste, weil mein Batman Forever ist trotzdem noch ein Ticken besser als Batman and Robin, aber die beiden Joel Schumacher Filme reden wir nicht drüber. Da, ganz klar, die Tim Burton, ja, Batman und Batman Returns, oder Batmans Rückkehr im Deutschen, grandios. Batman Forever und Batman and Robin, egal. Von daher habe ich halt Pech gehabt und habe das meiner Meinung nach schlechteste Batmobil erwischt. Wäre vielleicht dann, könnt ihr vorstellen, dass zu meinen Lieblingsitems gekommen wäre, weil alle anderen wären cool gewesen, ja, egal ob es aus der Animationsserie, aus der Batman Animated Series, ob das aus der 60er Jahre TV-Serie mit Adam West gewesen wäre, ob es der Tumbler gewesen wäre oder natürlich das legendäre 89er Batmobil. Wären alle cool gewesen, dann wäre es bestimmt mein Lieblingsitem. So muss ich auch sagen, wie bei der Loot Chest davor, definitiv das T-Shirt. Und muss ich auch sagen, gefällt mir sogar noch mal besser als das aus der Loot Chest. Mein absoluter Favorit. Also in beiden Fällen, in beiden Boxen war es das T-Shirt, was mir am besten gefallen hat. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und da wir jetzt auch beide Boxen an einem Tag hatten, schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Box hat euch denn besser gefallen? Fandet ihr die Get Digital Box besser oder die Loot Chest? Ich werde meine Meinung jetzt hier nicht kundtun, die behalte ich erstmal für mich, dann will ich erstmal wissen, was ihr meint. Aber ich habe eine Meinung zu dem Thema, die werde ich dann vielleicht in die Kommentare dazu schreiben oder so irgendwas. Das werde ich mal sehen, dann wird das machen am besten. Aber ja, schreibt mir das mal in die Kommentare, was hat euch diesen Monat besser gefallen im Mai? Hier die Get Digital Box oder die Loot Chest? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Alternativ könnt ihr gerne auch auf den Discord-Server kommen, da informiere ich auch immer über neue Videos. Dort könnt ihr dann auch mit mir und anderen über die verschiedensten Themen diskutieren. Discord ist komplett kostenlos und den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ebenfalls in der Videobeschreibung findet sich der Link zu meinem Zweitkanal Toys at Langley 1013. Hier gibt es Speedbuilds, diverse Lego-Sets, Zeitschriften, Reviews sowie verschiedene Lego-Unboxings. Schaut gerne mal vorbei und auch dort könnt ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.